Urwald voller Leben. Lautstark verkünden die Tiere ihre Anwesenheit durch Kreischen, Rufen und Singen. Die Melodien des Urwalds von Peru. Noch verbirgt der Morgennebel die Akteure unter seinem zarten Schleier. Nur aus nächster Nähe erkennen wir eine Müller-Amazone. Die ersten starken Sonnenstrahlen lösen den Morgendunst schnell auf. So können wir die versteckt lebenden Tiere des Dschungels eher finden. Die großen Papageien, die Arakangas und die Grünflügel-Aras, machen es uns leicht. In Scharen bevölkern sie den Wald und versammeln sich gern an exponierten Stellen. Ganz anders verhalten sich die sangesfreudigen Springaffen. Sie sind sehr scheu und verstecken sich im Dickicht. Auch die Nachtaffen leben im Verborgenen. Diesen beiden heimlichen Tierarten gilt unser Hauptaugenmerk. Wir wollen sie als erstes Filmteam im tiefen Dschungel Perus aufspüren. Unser Ziel liegt am Fuße der Anden. Das Tambopata-Reservat, ein unzugängliches Regenwaldschutzgebiet am Rio Tambopata. Erfrischend wirkt der frühe, neblige Morgen. Bei 26 Grad im Schatten fühlt man sich noch wohl in diesem feucht-heißen Klima, denn die Temperatur steigt hier tagsüber auf 38 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 90%. Doch noch ist es nicht so weit. Die Sonnenstrahlen bahnen sich gerade erst ihren Weg durch das Pflanzendickicht. Undurchdringlich und menschenfeindlich ist dieser Dschungel. Myriaden von Zecken, Mücken, Beißfliegen und angriffslustigen Ameisen stürzen sich auf jeden Eindringling. Trotzdem möchte ich mit unserem einheimischen Führer Eddie Spahn und mit meinem Freund Mark, der stets im Hintergrund agiert, es wagen, die versteckten und heimlichen Tiere in dieser grünen Hölle aufzuspüren. Schwer bepackt mit Filmkamera und Stativ marschieren wir stundenlang auf engen Fußpfaden durch den Wald. Um die verborgenen Tiere zu entdecken, müssen wir unseren Blick erst einmal schärfen. Vor lauter Wald und riesigen Urwaldbäumen gehen wir sonst an den kleinen und nicht weniger interessanten Dingen achtlos vorüber. Erst nach und nach erschließt sich uns die unglaubliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren in diesem ursprünglichen und noch unzerstörten Tropenwald. Gut getarnt und im Schatten nahezu unsichtbar, hoffen diese Raupen eines uns unbekannten Schmetterlings von ihren natürlichen Feinden, den Spechten, Sterlingen, Nasenbären und Affen, nicht entdeckt zu werden. Ihre Brennhaare dürften jedoch viele Fressfeinde vom Verzehr abhalten. Nur schmale Trampelpfade durchziehen unser Beobachtungsgebiet. Ein Schritt ins Dickicht würde uns unweigerlich die Kleidung zerreißen und unsere Haut zerkratzen. Denn fast alle Pflanzen dieses Urwaldes sind mit Dornen gespickt. So beschränken wir uns vorerst auf das eine oder andere Insekt. Die Totenkopfaffen verbergen sich vor unseren Blicken. Sie haben uns natürlich schon längst bemerkt. Und schnell werden sie verschwunden sein, ehe wir sie ausfindig gemacht haben. Doch direkt vor unseren Füßen laufen bizarre Geschöpfe herum, die uns durch ihr skurriles Aussehen faszinieren. Schmetterlingsraupen,
in einer unglaublichen Formenvielfalt und Farbenpracht. Dem Einfallsreichtum und der Schöpfungskraft der Natur sind ja keine Grenzen gesetzt. Schmetterlinge bestechen durch ihre schillernden Farben oder durch ihren elfenhaften Balzflug. Auffallend ist auch diese Heuschrecke. Wir berauschen uns an dieser Farbpalette. Die Natur stellt sich uns vor in ihrer ganzen Schönheit. Lockt denn das auffällige Farbmuster keine Feinde herbei? Diese Baumwanzen in Paarungsstellung haben anderes im Sinn. Es gibt nur einen Weg auf diesem Pflanzenstängel. Man wird sich einigen müssen. Doch wo bleiben denn nur unsere Hauptakteure, die Affen, die uns jeden Morgen mit ihren Gesängen bezaubern? Plötzlich hören wir ein Knacken in den Baumkronen hoch über uns, können aber nichts entdecken. In über 30 Meter Höhe finden wir dann die Verursacher. Eine kleine Gruppe Kapuzineraffen. Sie gehören nicht zu den morgendlichen Sängern. Es sind mittelgroße und etwas gedrungene Affen, von denen es in Südamerika 4 verschiedene Arten gibt. In Peru treffen wir meist den gehaupten Kapuziner an. Seine schwarze Kopfkappe aus aufrichtbaren Haaren ähnelt der eines Kapuzinermönchs, daher sein Name. Die Kapuzineraffen sind fast den ganzen Tag auf Futtersuche und nützen ihren gesamten Lebensraum, vom Urwaldboden bis zu den höchsten Wipfeln der Bäume. Dort suchen sie nach Früchten sowie nach Insekten und kleinen Wirbeltieren. Ab und zu klauen sie auch ein Vogelei. Sie verweilen nie lang an einer Futterstelle. Das führende Männchen bestimmt den genauen Tagesablauf. Markante Rufe ertönen von oben, nahe einer Lichtung. Es sind die Melodien der Gelbwürzelkassiken und des Breithaubenstirnvogels.
beutelförmige Hängenester verraten uns eine Kolonie dieser eifrigen Sänger. Die krähengroßen Stirnvögel wohnen in enger Nachbarschaft mit den kleineren Gelbbürzelkassiken. Beide Vogelarten gehören zu den Sterlingen und als Koloniebrüter kommen sie gut miteinander aus. Ständig halten die Vögel untereinander intensiven Rufkontakt. Ihr Gesang ist den ganzen Tag zu hören. Wegen ihrer leuchtend gelben Stoßfedern nennen die Einheimischen die Stirnvögel Oropendulas, Goldpendel. Neben den Papageien sind die Kassiken und Goldpendel die sangesfreudigsten Vögel des Tambopata-Schutzgebietes. Bevor wir weiter in den Wald vordringen, wollen wir eines der gefährlichsten Tiere des Dschungels kennenlernen. Elispan, unser Führer, zeigt mir zuvor voller Stolz einen 40 Meter hohen Urwaldriesen, dessen Alter er auf 380 Jahre schätzt. Am Fuße des Tropenbaumes gibt es ein Loch, in dem das von allen Einheimischen sehr gefürchtete Tier wohnt, die 24-Stunden-Ameise. Es ist schon ein Nervenkitzel besonderer Art, aus nächster Nähe dieses über 2 Zentimeter große Insekt zu beobachten, dessen Biss höllische Schmerzen verursacht. 24 Stunden lang. Wir wissen es zu würdigen, denn wesentlich kleinere Ameisen haben uns immer wieder bei ihren Angriffen erhebliche Schmerzen mit Ausschlägen zugefügt. Für den Schwarzkehlspecht ist diese Beute wohl auch zu gefährlich. Die harmlosen Puppen und Raupen in den Ritzen und Spalten der Borke bieten sich als alternative Kost an. Stundenlang marschieren wir immer tiefer in den Urwald, ohne ein bemerkenswertes Tier zu entdecken. Doch dann... Eine rote Brüllaffenfamilie zieht relativ nahe an uns vorbei. Wird die Gruppe auch ein wenig verweilen? Die Affen wirken unschlüssig. Besonders das führende Männchen mustert uns argwöhnisch. Schnell packen wir die Kamera und das Stativ aus unseren Rucksäcken, um die im Morgengrauen so schaurig brüllenden Tiere auf den Film zu bannen. Doch wie so oft, wenn es sehr eilt und jede Sekunde zählt, verzögern Hektik und Nervosität den schnellen Aufbau. Jedoch die Zeit drängt. Aber ohne diese empfindlichen Geräte gut verpackt zu haben, ist ein Transport durch dieses Dickicht unmöglich. Endlich bin ich soweit. Die behäbigen Brüllaffen
Die größten Primaten Südamerikas haben wohl Mitleid mit uns. Oder sie sind neugierig geworden auf das merkwürdige Gehabe der komischen Gestalten unter ihnen. Auffallend sind große Beulen im Fell der Affen. Ob es eine Infektionskrankheit ist? Vielleicht sind es nur harmlose Abszesse durch Insektenbisse. Die Tiere scheinen nicht davon beeinträchtigt zu sein. Da wir nicht näher kommen, nehmen die Affen von uns nicht weiter Notiz. Sie verhalten sich so, als wären wir gar nicht da und tun das, was sie den ganzen Tag über machen. Nach geeigneten Blättern und Früchten suchen, in aller Gemütsruhe fressen und vor allem viel ruhen. Hitze und Schwüle am späten Vormittag sind kaum auszuhalten. Wir steuern auf die 40 Grad im Schatten zu. Dass die Affen in dieser Zeit ein Schläfchen vorziehen, ist ihnen nicht zu verdenken. Welche Traumwelt werden sie wohl hinübergleiten? Vielleicht in eine Welt ohne Plagegeister? Vielleicht in eine Zeit sorgloser Herrschaft? Oder vielleicht in ein friedvolles Reich ohne Konkurrenten? Nicht nur den Brüllaffen, auch uns macht die brutale Mittagshitze sehr zu schaffen. Den Schmetterlingen am Flussufer kann es jedoch nicht warm genug sein. Die Sonnenanbeter saugen Mineralsalze aus dem feuchten Sand auf. Obwohl wir bei unseren tagelangen Urwaldmärschen imposante Tiere sehen, wie die Kapuziner und Brüllaffen und auch die sangesfreudigen Sterlinge, können wir bisher die heimlichen Springaffen nicht entdecken, deren allmorgendlicher Gesang zu den charakteristischen Urwaldmelodien dieser Gegend gehört. Und schon gar nicht die lichtscheuen Nachtaffen. So fahren wir flussaufwärts, um uns bei den Einheimischen nach den Aufenthaltsorten dieser Affen zu erkundigen. Nicht oft, aber immer wieder treffen wir auf einfache Behausungen von Indianern. Dort werden wir unser Glück versuchen. Während ich mir überlege, wie ich das schlammige Flussufer ohne Schaden überwinden kann, höre ich merkwürdige, mir völlig unbekannte Rufe.
Sie stammen von den Trompetervögeln, die von den Einheimischen gern als Haustiere gehalten werden. Im Dschungel begegnet man diesen kranichähnlichen Vögeln in kleinen Trupps. Doch so zutraulich wie hier sind sie nicht. Ganz im Gegenteil, es sind äußerst scheue Vögel. Trompetervögel sind sehr stimmfreudig. Jeder Neuankömmling wird in dieser einsamen Gegend lautstark begrüßt und so den Anwohnern gemeldet. Während Elispan dem Herrn des Hauses, einem alten Bekannten, unseren Wunsch vorträgt, etwas über die Aufenthaltsorte der Spring- und Nachtaffen zu erfahren, schaue ich mich etwas in der Küche dieser gastfreundlichen Familie um. Zu meinem Erstaunen tummeln sich hier nicht nur Hund und Hühner, auch etliche Meerschweinchen knabbern an dem von der Hausfrau hergerichteten Maniok mit großem Appetit. Die Vorliebe der Peruaner für gebratene Cuyes, wie die Nager hier heißen, ist mir zwar bekannt, es überrascht mich jedoch, dass diese Andentiere mit dem feuchtheißen Klima und der Nahrungsumstellung so gut zurechtkommen. Das Wolfsmilchgewächs Maniok dient in den Tropen als Ersatz für Getreide und Kartoffeln. Die stärkehaltigen Wurzelknollen müssen durch Kochen oder Rösten von der giftigen Blausäure befreit werden. Die Meerschweinchen knabbern sie roh, ohne Schaden zu nehmen. Für die Chica ist das eintägige Küken eine besondere Freude. Doch auch sonst mangelt es dem Mädchen nicht an Tieren, mit denen es spielen kann. Einen Abzug braucht die Küche nicht. Das feuchtheiße Tropenklima erfordert einen permanenten Luftdurchzug in allen Räumen. Aus dem nahen Regenwald kommen die Schmetterlinge, um sich am Nektar der Gartenblumen zu laben. Wir haben während unseres Besuches erfahren, an welchen Stellen wir mit großer Wahrscheinlichkeit Nachtaffen antreffen könnten. Noch am selben Abend machen wir uns auf den Weg. Nachtaffen verschlafen den ganzen Tag in einem Baumversteck. Erst wenn es dämmert, werden sie aktiv. Unser neuer Helfer, Leandro, weiß angeblich, wo wir die Musmukis aufspüren könnten. Leandro führt uns zu einem Bambus- und Helikoniendickicht, ein Sekundärwald, der nach der Brandrodung des Primärurwaldes gewachsen ist. Ein vorbeihuschendes Tier. Es könnte ein Nachtaffe gewesen sein. Die Musmukis scheinen also da zu sein. Doch dieses Pflanzengewirr verhindert gute Filmaufnahmen. Aber der Sekundärwald bietet noch mehr. Eine Tarantel verspeist ihre Beute, eine Zikade. Diese Zikade fiel dem Schimmel zum Opfer. Auch das ist in dieser feuchten Hexenküche möglich. Selbst im Schutze der Nacht tarnen sich viele Insekten vor ihren Feinden, wie diese Stabheuschrecke. Oder dieses wandelnde Blatt, ebenfalls eine Heuschrecke. Perfekte Tarnung durch Nachahmung und Unbeweglichkeit.
Nur so entkommen die Insekten den geschickten und sehr gut sehenden Nachtaffen auf ihren Streifzügen in der Dunkelheit. Ob die schlafenden Schmetterlinge die Nacht überleben? Feinde gibt es genug, zum Beispiel baumbewohnende Laubfrösche. Dieser nur daumengroße Zwerg fasziniert uns ganz besonders. Der Makifrosch gehört zu den südamerikanischen Greiffröschen. Diese können ihren Daumen zu einer Greifhand den anderen Fingern gegenüberstellen und gelten deshalb als Halbaffen unter den Fröschen. Plötzlich versperrt uns eine Regenbogenboa den Weg. Bis zu 3 Meter lang wird diese schöne Schlankboa. Obwohl wir uns nicht bewegen, registriert uns die Riesenschlange mit ihren empfindlichen Geruchs- und Wärmesensoren. Der kleine Baumfrosch hat Glück, sie beachtet ihn nicht. Die Boa packt hauptsächlich Nagetiere mit ihren scharfen Zähnen und umschlingt das Opfer, bis es erstickt. Auf einmal gleitet die Schlange auf den Boden. Ich schrecke zurück und hoffe, dass sie nicht auf mich zukommt. Wir wissen jetzt, dass dieser Wald voller Leben ist. Insekten können die Nachtaffen hier zur Genüge finden. Wir wollen weiter nach den Musmukis suchen. Und was machen unsere Springaffen? Ein neuer, verheißungsvoller Morgen bricht an. Und trotz der vielen Rückschläge sind wir voller Hoffnung. Denn die Tokones, die gesuchten Springaffen, rufen heute besonders intensiv. Aber wie immer können wir die heimlichen Affen nur hören, aber nirgendwo sehen. Die morgendlichen Duettgesänge der Tokones verfolgen uns nun schon seit Wochen. Mark, unser Organisator, ist diesmal mit von der Partie. Er konzentriert sich auf die so wichtigen Tonaufnahmen. Nicht weit entfernt singt ein Schwarzschwanztrogon seine etwas eintönige Urwaldmelodie. Das Trogon-Weibchen hat es dem fleißigen Sänger angetan. Die Gesänge der roten Springaffen werden immer lauter. Die Tokones müssten also ganz in unserer Nähe sein. Und endlich haben wir Glück. Scheu und argwöhnisch mustert uns die kleine Familiengruppe. Die Eltern mit ihren 2 Kindern und einem Baby sind wohl ebenso überrascht wie wir und wissen im Moment nicht, ob sie verschwinden sollen oder nicht. Bisher gibt es keine guten Filmaufnahmen von diesen extrem scheuen und äußerst zurückgezogenen Affen, die jede menschliche Nähe meiden. Wir lauschen der Melodie des peruanischen Urwalds mit ihren Sängern, den roten Springaffen. Ich bin furchtbar aufgeregt, zittere am ganzen Körper. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass mir diese einmaligen Aufnahmen gelingen würden. Sogar das winzige Baby bekomme ich kurz zu sehen. Wir verhalten uns ganz still. Die Tiere beruhigen sich. Und nicht nur das.
Sie gewöhnen sich sogar an uns. Unbekümmert geht der junge Tukon auf Nahrungssuche. Blätter und Früchte, aber auch Insekten verschmäht er nicht. Dass Springaffen Insekten verzehren, war bisher nicht bekannt. Wir können uns an diesen schönen Tieren nicht satt sehen und hoffen, dass der Jungaffe wieder aus dem Dickicht herauskommt und weiterfuttert. Da sich die Tukones vorwiegend im dichten Unterholz versteckt halten, sind sie äußerst schwer zu beobachten. Man weiß nur sehr wenig von ihnen, außer dass die sangesfreudigen, heimlichen Springaffen lieber klettern und laufen als springen und dass sie beim Ruhen eng beisammen sitzen und sonst nahezu unsichtbar sind. Wieder einmal bricht ein verheißungsvoller Abend an. 7 Wochen lang beobachteten wir Nacht für Nacht das Revier der Musmukis, der Nachtaffen, erkundeten ihre Schlafbäume und ihre bevorzugten Wanderwege. Heute Abend wollen wir zum letzten Mal versuchen, mit Videokamera und Lampe die scheuen Tiere endlich zu filmen. Wie immer leuchten wir anfangs ihr Revier mit der Taschenlampe aus. Und wie schon einige Male zuvor, zeigt sich auch für kurze Zeit ein Affe. Noch 2 weitere folgen. Nun heißt es schnell sein. Auch Mark ist zu uns gestoßen und leuchtet die Aufenthaltsplätze mit der schwachen Filmleuchte aus. Behutsam gewöhnen wir die lichtscheuen Musmukis allmählich an unser Licht. Nur wenige Minuten stehen uns zur Verfügung, denn die Nachtaffen verbleiben nie lang an einer Stelle und ziehen sich dann sehr schnell ins dichte Waldesinnere zurück. Dorthin, wo ihnen kein Mensch folgen kann. Insekten und deren Raupen, Früchte, junge Blätter, Blüten und Samen sowie Vogeleier verzehren die flinken und sprunggewandten kleinen Kerle. Wie bei den Springaffen gibt es bei den Musmukis nur kleine Familiengruppen, die Eltern mit ihren 2 bis 3 Kindern. Da den Nachtaffen das fahle Licht des Mondes ausreicht, sich im Wald zurechtzufinden, nennt man sie auch Eulenaffen. Sie sind die einzigen nachtaktiven echten Affen der Welt. Und dies sind die ersten Filmaufnahmen von ihnen. Wir sind glücklich darüber und ein bisschen stolz. Unter welchem Stress, unter welcher Anspannung wir während der letzten Drehtage standen, das belegen unsere automatischen Tonaufzeichnungen der Videokamera. Ja.
Letztendlich haben wir diese attraktiven Affen so an unser Licht gewöhnt, dass sie nicht gleich im Unterholz verschwinden, sondern uns beinahe wie gute Bekannte mit ihren großen und treuherzigen Augen betrachten. Das sind Glücksmomente, die alle Mühen vergessen lassen. Nach diesen Erfolgen gönnen wir uns noch ein Naturerlebnis besonderer Art. Einige Stunden flussaufwärts versammeln sich jeden Morgen an den Steilhängen des Tambopatas Schwärme von Papageien. Schon vor Sonnenaufgang treffen sie ein. Große und kleine, bunte und einfarbige Papageien. In einzelnen Paaren oder in großen Ansammlungen. Ihr Geplapper und Geschrei durchdringt die frische Morgenluft. Es ist die Melodie dieses Urwaldes am Fuße der Anden. Weltberühmt ist diese Kolpa, die Mineralsalzlecke am Tambopata, die längste und größte in Südamerika. Viel Platz für hunderte von Papageien, die ganz verrückt sind nach diesem besonderen Meer. Warum die Tiere so begierig danach sind, kann man nur vermuten. Um giftige Stoffe, die sie mit den Früchten, Blüten und Samen aufnehmen, unschädlich zu machen, benötigen sie gewisse Mineralstoffe, wie alkalische Natrium- und Calciumcarbonate. Diese finden sie nur an diesem Flussabhang. Während die Großpapageien die oberen Plätze mit bester Aussicht belegen, sitzen die kleineren Papageien weiter unten. Es sind die wie mit Mehl bestäubten Müller-Amazonen. Die kleinen, blauköpfigen Schwarzuhr-Papageien und die schwarzköpfigen Goldwangen-Papageien. Nur hier am Tambopata treffen wir alle drei großen Ara-Papageien an. Die blauen Gelbbrust-Aras, die Grünflügel-Aras und die hellroten Arakangas. Sie alle an einem Ort sitzen zu sehen in dieser Farbenpracht, ein Geschenk. Der Drang in die Gruppe ist bei den blauköpfigen Papageien besonders groß. Keiner will an einer entlegenen Stelle sitzen, um im Falle einer Gefahr nicht von der schützenden Gruppe getrennt zu sein. Da Papageien zwar ein ausgeprägtes soziales Verhalten zeigen, aber wegen ihrer individuellen Persönlichkeit auch mitunter aggressiv sind, kommt es bei solch dichten Ansammlungen hin und wieder zu kleinen Rangeleien. Einen guten, bequemen Platz mit Überblick muss man sich bei der großen Anzahl von Konkurrenten stets erkämpfen.
Doch letztendlich bleibt für jeden, gleich welcher Farbe und Größe, die Möglichkeit, sich irgendwann einen anständigen Brocken von diesem wohl lebenswichtigen Mineralsalz zu sichern. Vielleicht ist für die Vögel diese spezielle und gemeinsame Nahrungsaufnahme sogar ein Anlass, wichtige Informationen durch den ständigen Stimmkontakt auszutauschen. Damit schaffen sie eine stabile soziale Gemeinschaft, die auch gegen Gefahren von außen besser gewappnet ist. Und uns erfreuen sie durch ihre unermüdlichen Rufe mit einer ganz besonderen Urwaldmelodie. We'll be right back.